Mass Effect Andromeda wollen wir uns heute angucken. Zum ersten Mal Gameplay-Material. Das gab es im Zuge der Sony-Veranstaltung in New York, wo Sony die PS4 Pro enthüllt hatten, die PS4 Slim. Ja. Und ja, aber für Zocker war natürlich auch voll interessant, dass es da Mass Effect Andromeda-Material gab. Und ja, dieses Material hier, das wollen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Matthias ist genau. Hier der Mass Effect Experte und du sagst einfach, wo ich mal stoppen soll und wo wir was sehen können. Ja, also das startet hier in so einem, ja, so einer Art Untergrund Basis. Das wird offensichtlich als Art Vault bezeichnet, ja. Als die noch eine große Rolle spielen werden, wie wir später noch entdecken. Jetzt kannst du mal stoppen. Ja gut, das ist ja gut, da können wir ja ein bisschen zurückgehen, genau. Das ist ja überhaupt kein Problem hier. Und so, das erinnert hier so mit seinen sechseckigen Anordnungen, so mit diesen Wabenformen, so ein bisschen an die Kollektorenbasis aus Teil 2. Ja. Und hat aber hier noch so organische Strukturen wie diese Pflanzen hier. Genau, das sehen wir hier oben da, ne? Genau. So, ja. Und hier sehen wir in der Mitte, den, wenn du mal weiterlaufen lässt, den Protagonisten, den männlichen Ryder. Die männliche Version von Ryder. In dem E3-Trailer haben wir ja schon, genau, die weibliche Version gesehen. Und hier sehen wir jetzt die männliche Version im Einsatz. Und dazu hat McWaters vorhin noch eine interessante Info bekannt gegeben. Die beiden sind nämlich Geschwister, die beiden Protagonisten. Und je nachdem, für wen man sich entscheidet, ist der andere dann eine Nebenfigur in der Handlung. Genau, ist natürlich auch für den Wiederspielwert wahrscheinlich, ja, eine ganz coole Sache, weil dann kann man das aus der Sicht der anderen Person quasi dann auch sehen. Und noch dazu... obendrauf, bei der E3 2015 war es, glaube ich, gab es ja diesen Trailer zu sehen mit diesem unbekannten N7-Charakter. Und das ist der Vater von den beiden. Okay. Und was wir eben schon gesehen haben, und gleich nochmal, wenn du es nochmal weiterlaufen lässt. So Jetpack-mäßig hat er hier am Start. Ne? Genau. Schuh, zack. Der Gute kann nämlich springen. Ja. Mit Hilfe seines Jetpacks. Das ist auch eine Neuerung in der Serie. Da sieht man fliegen. Ne? Weil Shepard konnte nie wirklich springen. Höchstens an irgendwelchen vorgegebenen Markierungen, wo er mal über eine Lücke, ja, springen konnte. Aber ansonsten konnte Shepard nie springen. Und das kann er jetzt mit Hilfe seines Jetpacks, ja, oder so ein Thrusterpack. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass das Ganze sich ein bisschen dynamischer spielt. Genau, es ist dynamischer. Man kann ein bisschen, man will mehr Freiheiten schaffen, wie der Spieler sich durch die Level bewegen kann. Und Exploration soll ja ein ganz großes Thema sein, genau, von Mass Effect Andromeda. So, gehen wir ein bisschen weiter. Genau, hier sehen wir jetzt gleich noch ein neues Element, zum Beispiel, dass der Ryder hier Gegenstände, Pflanzen und Tiere sollen auch möglich sein, scannen kann. Das erinnert jetzt ein bisschen an No Man's Sky, aber hat vermutlich einen etwas anderen Hintergrund, weil die sind ja auf einer wissenschaftlichen Reise nach Andromeda und versuchen da irgendwie ein neues Lebensumfeld zu entdecken und so weiter. Genau, wo sich die Menschen irgendwie neu besiedeln, genau, können, also diese klassische Science-Fiction-Story. Also muss man ja auch ein bisschen... Ja. Lernen, was man da so, richtig, vor sich hat. Und der Kollege scannt hier schön diesen Pilz oder diese Pflanze. Genau, und stellt dabei noch etwas erstaunt fest, wie das Ding denn hier wachsen kann, weil es hier keine Sonne und kein Wasser gibt. Ja. Und ja. Sieht man auch wieder, es gibt auch wieder Text, das gehört jetzt zum Mass Effect dazu. Sehr viel Text auch, den man lesen, nicht lesen muss, aber kann, ne? Der die Welt dann auch ein bisschen reicher macht. Ich finde es so schön, dass der so direkt hier ins Spiel eingebaut ist. Genau, nicht so Visor-mäßig, ne? Genau. Das ist auch sehr schön. So, nein. Betätigt der Ryder hier gleich so ein Interface, so ein Alien-Interface mit seinem, ja, Omni-Tool an seinem Arm. Das geht hier gerade so ein, ist optisch schön gemacht, ist nicht nur so ein blöder Knopf. Und das Omni-Tool scheint auch ein bisschen verbessert zu sein im Vergleich zu dem, was Shepard hatte. Und damit hat er sich jetzt hier einen neuen Weg freigeschaltet, quasi, über den er klettert. Hier vorne sehen wir jetzt, halt mal an, hier im oberen Bereich, sehen wir jetzt drei sogenannte Remnant. Ja, die kommen da, seht ihr da? Die kommen da hier oben angeflogen, da sind sie. Zumindest werden sie von der KI, die man im Hintergrund hört, so bezeichnet. Mhm. Die Remnants sind wohl die große neue Alienrasse, auf die Forscher in Andromeda treffen. Und da gibt es offensichtlich verschiedene Versionen, weil in dem ersten Trailer von der E3 2015 hat man andere Versionen gesehen, die sahen anders aus als die hier. Ja, die schweben jetzt da noch so ein bisschen. Genau, rum, und ne? Die scheinen auch, wird auch im Video erwähnt, nicht feindlich zu sein, solange man selbst nicht als Gefahr auftritt. Ja. Und
da wird es spannend zu sein, welche Rolle die dann einnehmen im Ganzen. Hier ist mir auch noch was aufgefallen, ne? Sobald er da an irgendwas geht, was er überwinden kann, irgendein Hindernis oder so, dann sieht man da auch so einen Pfeil aufploppen. Ne? Die gab es in den Vorgängern auch schon, konnte man aber auch wahlweise abschalten, soweit ich mich recht erinnere. Genau. Das wird wahrscheinlich hier auch dann wieder möglich sein. Aber da weiß man dann halt, okay, da geht's weiter auf jeden Fall. Genau, jetzt macht er nochmal so ein Interface aktivieren. Ja, war das dann, ne? Genau, und eröffnet sich hier so ein Weg, das erinnert ein bisschen an Dragon Age Inquisition, an den letzten DLC, wer den gespielt hat. Ja, der baut sich so voll auf. Da gab es so ein ähnliches, das damals wurde es mit Magie begründet, hier ist es wahrscheinlich Science Fiction. Genau, hier sieht man das, ne? Er läuft und davor, vor ihm ist da überhaupt kein Weg. So tschu, 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 tschu. Cooler Effekt, ne? So, auf jeden Fall ein sehr schöner Effekt, ja. Genau, so, dann gehen wir ein bisschen weiter. So, und jetzt steht er hier gleich vor einer riesigen Tür. Ja, da vorne. Und natürlich, Forscher wie er ist, geht er da rein. Die aufzumachen. Die geht auch auf, tatsächlich. Und da hinten sehen wir irgendwie so einen Strahl jetzt. Genau. Ne? Und laut Aussagen des Protagonisten ist das hier wohl das Herz der Vault, der Schatzkammer. Ja, halten wir mal kurz an. Und ist grafisch schön gemacht, eine schöne Atmosphäre, genau. Schön düster, so auch Qualm und so, ne? Das finde ich schon schön. Es ist halt, es erinnert so ein bisschen an so eine hochtechnologisierte Rasse, die aber irgendwie, ja, keine Ahnung, so ein Vermächtnis hinterlassen hat. Ja. Was keiner so richtig, es erinnerte mich doch so ein bisschen hier mit dieser Einstellung und diesem weiten Blick nach da hinten an Star Trek. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das ist, wo dieses riesige Raumschiff die Erde angreift, wo sie dann in der Mitte eine Voyager-Sonde finden. Ja, der erste ist tatsächlich Star Trek The Motion Picture, ja, genau. Der erste Star Trek-Film. So, Kinofilm. Erinnerte mich das hier so ein bisschen dran. Ja. Genau. Stimmt, ja, so ein bisschen organisch auch, ne? Ja. Sich übermäßig, aber so ein bisschen. So, jetzt sind wir hier vor diesem Energiestrahl, was auch immer das sein soll. Und da können wir jetzt das Alien-Device aktivieren. Ja, und jetzt beginnt eine Cutscene. Gucken wir jetzt einfach mal kurz. Hier muss man dazu sagen, die ist zusammengeschnitten. Da fehlen die ganzen Dialoge, die eigentlich stattfinden. Das hat der Mike Waters auch erzählt, weil sie wirklich den Fokus auf die Grafik legen wollten und jetzt nicht so sehr auf die Gameplay-Elemente. Halt mal an. Ja, jetzt schauen wir uns mal hier überhaupt an. Genau, hier beobachten sie jetzt so eine Art Sternkarte, die sich vor ihnen aufgetan hat und sie sprechen darüber, dass das wohl der Helios-Cluster sei und das ist so ein Bereich in der Andromeda-Galaxie, in dem Mass Effect Andromeda stattfindet. Genau, und der Kerl in der Mitte, für alle, die es jetzt noch nicht erraten haben sollten, das ist natürlich der. Das ist der Protagonist. Ja. Er hat hier noch zwei vermutlich menschliche Begleiter dabei, einen weiblichen, einen männlichen. Deren Rollen jetzt aber noch nicht weiter bekannt sind. Gut, dann gehen wir mal weiter ein Stück. Und sie entdecken halt wohl jetzt, dass es wohl verschiedene dieser Vaults gibt auf den verschiedensten Welten und die werden dann wahrscheinlich im Verlauf der Story eine immer wichtige Rolle spielen. So, hier sehen wir jetzt nochmal die Asari, die auch schon im E3-Trailer zu sehen war. Asari, auch wer jetzt Mass Effect noch nicht so gut kennt, natürlich eine klassische Rasse aus diesem Universum. Genau. Ja. Und die scheint ähnlich wie Leara so eine Art Forscherin zu sein, weil sie hat es drückt ein gewisses großes Interesse an dem aus, was da passiert. Und ja, aber ihre genaue Rolle ist noch nicht so ganz klar, weil eigentlich hat der Protagonist ja schon zwei Begleiter bei sich und Mass Effect hat eigentlich nur zwei Begleiter. Entweder haben sie das aufgestockt auf drei oder sie spielt da eine ganz gewisse Rolle in dieser Szene. Ja, bei der Szene, da geht es aber scheinbar nur mir so, da finde ich das so ein bisschen Nathan Drake mäßig, wo er da sieht, oh, jetzt geht irgendwas schief, oh verdammt, wir müssen weg hier. Und es geht aber irgendwas schief, das Teil fliegt nicht in die Luft, sondern da kommt irgendwas angeflogen. Ja, da kommen irgendwelche fliegenden Feinde raus und ja, die Truppgruppe nimmt die Beine in die Hand. Ja. Also, so richtig einordnen kann man das jetzt noch nicht, weil es ist halt alles ohne Kontext. Ja. Und ja, es diente halt wirklich grob nur der Grafikdarstellung und wirklich einen Story-Einblick haben wir jetzt davon noch nicht bekommen. Ja, also man kann halt wirklich nicht so wahnsinnig viel sagen. Ja. Es ist das erste Mal Gameplay zu sehen, ob das dann im fertigen Spiel genauso aussieht, wissen wir nicht. Das wirklich spannend wird es dann, wenn man Kämpfe sieht, wie die Biotiken funktionieren und die Waffen und so weiter und der Mako, wie der funktioniert und so weiter. Das wären die richtig spannenden Dinge. Wann rechnest du mit weiteren Infos? Ja, im Video wurde es ja schon angekündigt, ab dem 7. November, dem N7 Day, da geht's los. Da geht's dann rund. Da wollen sie einen neuen Trailer veröffentlichen und dann soll auch die Info-Offensive starten. Ja,
Genau. Bis dahin erfreuen wir uns an diesen schönen Szenen. Danke für die Infos, Matthias. Ich glaube, da hat man alles rausgeholt, was man da rausholen kann. Und ja, wenn wir mehr wissen, dann verraten wir euch das natürlich dann sofort hier an der gleichen Stelle. Macht's gut. Ciao.